willkommen zurück hier bei Bringen das Huhn in den Stall. Oder wenn es noch geht, zwei. So. Nicht, dass hier die Scheißspinne gleich unsere Viecher hier umbringt. So. Du kommst auch mal mit. Wir können ja in dem Stall von denen so ein kleines Planschbecken machen, wenn die da so gerne rumplanschen. Ja, können wir machen. So. Drei haben wir schon. Ich weiß, wir haben sie nicht mehr alle. Haha. Ach, wie witzig. Oh, vier. Wie super, Mensch. Besser geht's kaum. So, du kommst mit. So, wir warten hier auf jeden. Ich bin heute sehr nett drauf. So. Immer schön, dass sie uns folgen können, nicht, dass wir den jetzt wegrennen. Eine Tierentführung hier heute, ne? Das ist ja echt. Darf nicht die Polizei sehen, sonst sind wir hier weg vom Fenster. Schon wieder ein Ei gelegt, Mensch. Wir haben nur noch zwei raus. Jetzt, wo wollen wir die denn rein verlegen? Entweder hier oder auf der anderen Seite. Ja, wo nehmen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, hier, ne? Da kommt ein Kontrast zu diesem Braun hier rein. Weil die Schweine haben so eine schöne pinke Farbe, dann passt es gut zum Kontrast der Schweine. Oder? Ja, kommt jetzt hier rein. Komm! Hopp, hopp! Alle rein! Das gilt auch für dich. Hallo. Kommst du mal rein? Ihr seid ja ganz brave, so. Wenn wir Glück haben, kommen jetzt hier noch zwei raus. Och Mann. So, jetzt vermehren die sich erstmal hier schön. Und ich bin heute, ich weiß ja nicht, eigentlich. Ja komm, die kriegen erstmal hier nichts zum Dingsen. Wie heißt das hier? Nichts zum Schwimmen. Das geht auch so. Aber wenn es geht, könnten wir noch etwas Unterstützung da im Hühnerstall hier auftreiben. Also wenn ich hier in der näheren Umgebung jetzt noch was finde, an Tieren würde ich es mitnehmen. Weil es natürlich schwierig, wenn man die hier reinbringen möchte in den Stall, dass die anderen da nicht rausrennen. Deswegen war unsere erste Lieferung immer noch am einfachsten. Oh, da haben wir schon eins. Ach. Nee, Mist. So, du kommst mit. Jetzt suchen wir noch einen Spielkameraden für dich. Da haben wir ihn auch schon. Drei Stück wieder. Mann. So, mitkommen. Klauen wir die Tiere alle, ne? Wir sind ja echt mega dreist. Komm her. So. Wollen wir noch einen vierten holen? Ja, ne? Natürlich die Frage, woher wir den kriegen. Ja, komm mal mit, wir suchen mal. Wo ist der dritte? Da. Komm mal mit, wir müssen uns ja meistens mal zusammenfischen hier so. Jetzt gehen wir hier mal zu viert und suchen jemanden. Wenn ihr jemanden seht, dann müsst ihr nur Bescheid sagen, wobei du auch mitkommen sollst. Ne? Das weißt du wahrscheinlich sogar. Komm hier. Komm, wir bringen erstmal die jetzt zum Stall. So. Ist da unten noch eins? Ne, das ist ein Schaf. So. Hier lang, bitte. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht in Lava oder sowas. Das wäre der Höhepunkt. So. Für die Möhren, die wir, oder Karotten, die wir brauchen, gehen wir dann mal ins NPC-Dorf. Da haben unsere Freunde wahrscheinlich irgendwas vorrätig. So. Bitte hier lang. Ach, jetzt sind es vier. Wo kommt das einer denn auf einmal her? Ja, das ist ja super. Das ist wirklich super.
Ey! Irgendjemand ist uns jetzt entflohen. Und ganz davon abgesehen, dass du jetzt ein Ei gelegt hast, hier wieder. So, pass mal auf. Habe ich gerade das Teil aus der Hand genommen? Komm her! Plopp, komm her! Sei ein braves Huhn und komm mit! So, jetzt müssen wir noch die restlichen Kinder hier wieder auffischen. Oh, es wird dunkel. Oh, oh. 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 Oh, kommt mit, kommt mit! Beeilung, bitte, Beeilung! Beeilung, Beeilung! Hopp, hopp! Mann, Mann, Mann. Die sind ja heute echt lahmarschig wieder. Soweit gehen sie schön alle ineinander, so ist es brav. Du darfst mitkommen, ne? Das weißt du. So, komm. Ich möchte mit deinen Freunden zusammen dahin. Ah, komm, jetzt sind sie alle wieder zusammen. Jetzt gehen sie auch viel motivierter. So, alle rein bitte. Drei sind schon drin, das ist super. Und jetzt sind alle drin, das besser geht's kaum. So, und jetzt die füttern, die noch nichts haben, damit wir hier wieder Nachwuchs haben. Wer hatte noch nichts? Wer hatte noch nichts? Wer hatte noch nichts? Ich glaube, jetzt haben wir langsam alle einmal. So. Ja. Ich denke mal, deinem Hühnerstall geht's jetzt langsam zusammen. Hallo Creeper, na, wie geht's? Hallo Peter! Das sieht er vor, das war etwas eigenartig. Ah, war wirklich so kurz. Naja, wenn das so ist, dann ist es halt so. So, guten Morgen, liebe Welt. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hältst ja ganz, ganz schöne Sachen für mich bereit. Okay, da sind zwei Creeper auf 12 Uhr. Haben wir eigentlich irgendwie einen Bogen gehabt hier oder sowas? Ah. Ah ne, wir haben keinen. Ne. Ein Bogen und ein Pfeil, ne, wäre zu schön, da haben wir nur einen Bogen. Warum auch, ne? Ich meine, warum nicht? So, wir gehen jetzt mal langsam rund. Ach du Scheiße. Haben wir sonst irgendwelche Viecher? Der kann uns ja, wenn er uns den Stall da hochjagt, einiges kaputt machen. Oh, oh, es ist sehr gefährlich. Die müssen wir erledigen. Aber ich habe schon überlegt, ob wir nicht so einen unterirdischen Gang vom Lagerhaus zum Haus machen sollen. Für den Fall der Fälle, dass wirklich mal sowas nochmal passiert. Aber wir haben genug Brot da, also wir würden jetzt hier nicht verrecken. Die Idee finde ich aber wirklich super. Hm. Da müssen wir es kurz mal machen, aber. Warte mal. Wir haben jetzt hier im Prinzip Eindringlinge. So, pass auf, wo ist das Schwert? So. So, ganz schnell hier rein. Türen sind zu. Und durch unser Kuckloch sehen wir nichts. Oh. Knapp hinter uns steht ein Creeper. Dieser Gedanke alleine ist ja schon richtig Hilfe. Haben wir irgendwo Bögen? Wir müssen uns verteidigen. Das lassen wir uns, nicht gefallen. Also Lust darauf, dass das Lagerhaus in die Luft fliegt, habe ich jetzt auch nicht so. Aber halt, ich glaube, das habe ich hier irgendwo reingetan. Ah, da ist es doch. Okay, wir sind bereit. So, wir gehen auf Posten. Den ersten Schuss feuern wir jetzt heute ab in diesem Let's Play. Hallo? Special Agent Tim ist hier unterwegs.
Und Special Agent Tim ist ja gerade sehr konzentriert.